Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Planktree mit 93 Jovia. Also, wir sind jetzt, glaube ich, wirklich kurz vom Ende. Ich habe jetzt nämlich im letzten Teil alle Spiegel von Mishiro zerbrochen. Und in dem letzten Spiegel, meine Güte, da haben wir auch den Grund gesehen, warum sie sich selbst das Leben genommen hat. Sie war mit Ayato in der Nacht heimgelaufen. Sie waren auf einer Straße und ein alt rücksichtsloser Fahrer, das ist das richtige Wort, ein Reckless Driver, ist dort vorbeigefahren und im Versuch, die Mishiro zu schützen, ist Ayato gestorben. Nun habe ich hier ein bisschen rumgeforscht und bin mit der Laterne, die jetzt auch heller brennen kann, in Orte rein, die sehr dunkel waren, und ich habe einen geheimen Spiegel gefunden und ich glaube von der Tamaki. Also man hat eine Erinnerung von ihr gesehen, das ja bedeutet, die Tamaki ist auch gestorben, dass hier nämlich eine Erinnerung von ihr ist und dort sind allerlei Namen gefallen, wie auch der Vater, der Name ihres Vaters von Shinji, Utsuru, Ayato. Und daher meine Vermutung ist, der Vater von Mishiro hatte eine zweite Familie, von der aber seine jetzige Familie, also die mit der Mishiro, nichts wusste. Und da war noch ein Name gefallen, Seiichi. Ich habe da jetzt nachgeschaut, es wurde kein Name genannt, aber ich vermute, der Seiichi ist der Name des Großvaters. Vermute ich. Was bleibt mir jetzt noch übrig? Ich habe diesen Kamin untersucht. Es ist der ein. Ich habe jetzt auch mit der Yuzo, mit dem Ryotaro, alle ihre. Also ich habe mit jedem von ihnen zwei Spiegel gesehen. Was denke ich noch fehlt, sind diese zwei. Sind diese zwei Türen. Ich habe jetzt nämlich zwei. Ich habe zwei geheime Schlüssel. Hab mit den beiden alle ihre zwei Spiegel gesehen, aber vielleicht kommt noch was. Also ich glaube, ich bin wirklich kurz davor, das Beste zu Ende zu kriegen, weil ich alles habe, sogar diesen geheimen Spiegel. Genau, hier war ich gewesen, aber da konnte ich nichts machen. Descent. Ist hier noch was? Da ist die Tür. Ich habe gespeichert, also ich weiß nicht, was da hinter dieser Tür auf mich wartet, aber ich habe gespeichert, mal sehen, was passiert. Unlock the door with the mystery key. Noch ein Teddy. Das war auch eine Info im letzten Teil. Anscheinend war die Utsuru die Schwester von Ayato. Und beides waren die Kinder von Tamaki. The Teddy Bear stares with round eyes. Cute. Ein Spiegel. The mirror shows Yuzo's reflection. It doesn't seem to change as much as Mishiro looks. Ey! Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ich wette mit euch. Hätte ich noch nicht die anderen Spiegel mit ihnen betrachtet, der Spiegel wäre nicht da gewesen. Das wette ich mit euch. Der wäre noch nicht da gewesen. Ich habe es in der richtigen Reihenfolge gemacht. Erstmal alle meine Sachen beendet und nun alle ihre Sachen beendet. Das heißt, der andere Raum, im Raum der Schönheit, wo der auch ein Kamin ist, da muss mit dem Ryotaro hingehen. Hä? And that's aber noch mal Mirrors? This makes three. Feels like the finale. Oh ja, genau, dieser Part fühlt sich auch ein bisschen an wie das Finale. Oder das vorherige Finale. Der vorletzte Part, würde ich sagen. Lead me there right away. If we're together, even those ramps won't scare me. Jawohl! Los geht's! Wupp, wupp! Eieieiei. Das wird ja immer besser hier. So. Ich denke, ich muss das dann auch so machen. Oder wisst. Vielleicht mache ich es lieber, dass ich, wenn ich ihren Spiegel mir angeschaut habe, mache ich das gleiche erst mit dem Ryotaro. Nicht, dass ich dann vielleicht irgendwie das andere nicht mehr machen kann, ja? Weil da hinten geht's weiter. Da sind zwei Türen. Ich wette, der andere Bereich sieht genauso aus. Und da finde ich den Spiegel vom Ryotaro, dann will ich erst mit den beiden alle drei Spiegel angeschaut haben. The mirror shows uses reflection. Seems a little different from the others. Like the atmosphere in the area. Stimmt, dieser See.
Der sieht aus wie die Anfangs, wie der Anfangsraum, wo die Mishiro aufgewacht ist. I never would have found this place myself, even after little years. Look, let's cut the chatter. I'm just too worked up. Let's go for it. Ich bin gespannt. Info, Info, Info. Wow. Da sieht auch anders aus. If hypothetically I were to die soon, das sind Uzurus Worte. Then you should forget about me. A few days ago. Ich glaube, das sagt die. Das sagt wahrscheinlich die Yuzu. A few days ago, the body of Tsuru Hinohara was found in Mirror Lake. Why did Tsuru? No, it hasn't been enough. We didn't spend enough time together. Has Hanasaki seemed... Also, has Hanasaki seemed gloomier lately? I mean, she got along with Hinohara, so I can understand being depressed, but... It's not that kind of gloominess. It's like... The local library isn't enough. They don't have books on this stuff. I need... Synthesis? Necromancy? It all lacks credibility. I don't want this fake occult nonsense. Ah, die versucht, die will etwas, sie will sich aus dem, von den Toten zurückholen? Yuzu, have you been going to class? If I open the gates this way, today marks a year to the day, wait for me, Yuzuru. I've been standing up this past year. Moment mal! Uzuru war das erste Opfer. Was sich dort ertränkt hat. Ein Jahr später folgt ihr die Yuzu nach und dann begann dieses Gerücht um den Mirror Lake, was wir in der Erinnerung von der Mishiro gesehen haben. Deshalb ist sie hier. Sie hat versucht, die Uzuru zurückzuholen. Das war ihr größter Wunsch. Richtig? And now I'm going to meet you. Ja, sie ist selber in den See gesprungen, um sie wiederzutreffen. Ach, Yuzu. Da treibt dich die Liebe sogar in den Tod. I remember it all. How I died. My wish. And everything else. Of course there's no such thing as black magic. I must have been on the brink, huh? Phew. I'm kind of exhausted getting all those memories dumped on me. Once I've sorted things out some more, I tell you my history and wish, Mishiro. Oh, are you going to go up ahead? Take me with you if you do. I feel like there's something very important to this world up ahead. Ich mach erstmal das mit dem zweiten, ich mach das genauso mit dem Ryotaro. Also anscheinend erfahren wir jetzt durch den dritten Spiegel, wie sie gestorben sind und was ihr Wunsch beinhaltet. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Also, dann untersuche ich erstmal den Ort, den ich meine. Was nämlich hier sein müsste. Vorsicht vor dem Chandelier. Oh, was steht denn da? Das habe ich gar nicht gelesen. Tamakis Zelle. Ja, guck mal an. Das ist aber jetzt ein kleiner Spoiler, oder? Alles klar, die Statuen bewegen sich nicht und hier ist ein Kamin. Ist hier was? Looking closely, there's a ladder in the fireplace. Descend! Yo! Oh, nettes Detail. Die dreht sich um, weil sie hier die Leiter runterklettert. Unlock the door with the mystery key. Ich bin gut drauf! Und wieder ein Teddy. Und wieder ein Spiegel. Und wo sind wir? Rinsu-Cell. Wer ist Rinsu? Der Name sagt mir überhaupt nichts. Ryotaro, da haben wir ihn. The mirror shows Ryotaro's reflection. It doesn't seem to change as much as Mishiro looks. Wunderbar. Nun die Frage, gibt es einen Unterschied, in welcher Reihenfolge ich mir dann die Räume hinten dran anschaue, oder ist es einfach nur wichtig, dass ich mir erstmal die ganzen Erinnerungen mit ihnen angeschaut habe? Ich würde sagen, es ist wichtig, dass die beiden ihre Erinnerungen wieder haben und dass ich sie mitgesehen habe.
What? Another of my mirrors? The third one. I sense big things coming. Alright then, let's go. Sorry to trouble you, but lead me there. Sagst du mir noch was anderes? It was tiring getting it all back at once. Oh, if you're going in that room, I'm coming too. I'm curious about it and it's... Alles klar. Alles klar, also ich soll mit ihnen in diese Räume gehen. Gut, gut, gut. Dann machen wir das, dann machen wir das. Aber gleich. Aber gleich. Dann würde ich erst das mit Ryotaro machen. Und dann mit der Yuzu. Ich mach zum. Deshalb sind hier auch mehrere Speicherplätze für den Fall, dass man vielleicht Sachen anders machen möchte. So, Rinsu-Cell. Also Tamaki ist ja die Mutter. Aber wer ist Rinsu? Vielleicht auch der Großvater? Nur ein anderer Name? The mirror shows Ryotaro's reflection. A bit different from the other mirrors. Strange place, too. Reaching the critical moment, perhaps. You walk to this place by yourself? Boy, you're strong. I mean it, deeply. But strength isn't the same as never fatiguing. No, save it for later. First to look at this mirror. Wahrscheinlich auch wieder dieser, jawohl, diese Regenbogenwolke. Oh, she just looks like you when you were a kid. But at the same time, much too cute for that. Das hat er gesagt zu seiner Schwester. Wahrscheinlich der Tamaki? Hm? War Tamaki seine Schwester? Huh, it's fine. You're a good guy. I'm sure somebody like you is just the guy to have my gloom daughter. Das ist der Shinji, der Vater, der das sagt. Okay, now let's go. The rest building, right? Moment, ist er in der Arbeit verstorben? Oh mein Gott, das Gebäude hat Feuer gefangen. Gah, the smoke's already up to this floor. It's not good. The stairs are too hot to approach. Cruel fate. Will it end like this? Without anything resolved with my family? I'm sorry, Chika. Mishiro. Wer ist Chika? Also Mishiro, wer redet da jetzt? Also das ist wahrscheinlich der Vater. Wir haben was von der Mutter gehört, dass die sie streng erzieht, aber vom Vater nichts. Ist der Vater auch verstorben? Ist Chika vielleicht die jüngere Schwester von der Mishiro? Oder ein Kind, was noch geboren wird? So I'll never get to meet Mishiro. I'm sure she'll grow to be far prettier than Sis. Also war sein, er ist in einem Feuer umgekommen und sein Wunsch war es, er wollte Mishiro treffen. Und deshalb ist er ihr hier begegnet, in der Spiegelwelt. I really wanted to have that chance. It's really not anything lewd. I just see such beauty there. Ernsthaft, das passt alles, das passt alles, das passt alles. I've remembered it all. How I died, my wish, and all the rest. I see now. Admirable tenacity, if I do say so myself. I'm a bit tired. Feels like more information overload than the previous mirrors were. Once I've got it sorted out, I'll talk. About things to do with you and what I know. I'm sure that's simply my duty. Oh, are you planning to go on ahead? If you are. I'll accompany you. A good uncle should protect girls, you know. Alles Gläsche. Ich habe mir mit ihnen alle Spiegel angeschaut. Ich hoffe, das Ende. Ich kann in beide Räume rein, in beide Zellen. Ich hoffe, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten habe ich jetzt hier gespeichert. Bei der 14. Und dann kann ich das vielleicht wieder resetten. Open the large door. Open it. Wer ist Rinsu? Wer ist das? Der Großvater? Jemand ganz anderes? Es ist der Großvater. Das ist also Rinsu, der Großvater von der Mishiro. Hä? Is that Grandpa? You're Rinsu? Once there was a painter. He was known as a mad genius, Rinsu Uzui. Aber wenn das Rinsu ist, wer ist dann... Wie hieß er nochmal? Suichi. Wer ist Suichi? Rinsu's art was highly esteemed and sold for high prices. He had status and wealth. Grandpa, what are you talking about? And why are you here? Und wieso ist er eingesperrt?
Wait, look closely. I don't think he can hear us. Hm? Soon, Rinzo married a woman. They had a son named Shinji. Rinzo preached the beauty of art to his wife and child, but they showed no interest in it. Rinzo's wife did not see his art, only the prizes attached. Shinji too was taught her practicality. Ich habe das jetzt falsch ausgesprochen. Also, er redet davon, er hat einen Sohn gehabt, aber er wollte seiner Familie, seinem Sohn, seiner Schwiegertochter die Kunst näher bringen, aber die sahen halt nur Geld, 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 Geld. So it was only natural that Rinzo formed a relationship with a servant showing true interest in art. Also er ist eine Beziehung eingegangen mit einer Untergebenen? Oder Untergebenen, die Interesse in Kunst hatten. Und der Name war? Hä? Hm? When Shinji was 8, Rinzo and the servant had an illegitimate child. Her name was Tamaki. So ist das! Ein illegitimate, das heißt, glaube ich, unehelich, oder? Als Shinji 8 Jahre alt war, hatten er und diese Untergebene ein uneheliches Kind. Tamaki. Tamaki ist also die Halbschwester von... Hm? Jetzt bin ich blöd mit Familiengeschichten. Also, Tamaki ist die Halbschwester von Shinji. Das heißt, sie ist die... Aber es gibt keine Halbtante, oder? Sie ist einfach dann die Tante von Michiro. Richtig, weil sie ist ja die Halbschwester von ihr. Die Halbschwester von Shinji. Ach, hier ist das verwirrend. Rinzo kept Tamaki hidden from his wife in Shinji, managing two families. But between Shinji, who cared not at all for art, and Tamaki, who adored it like her mother, Rinzo's affection went toward Tamaki. Aha. That came to an end shortly after Shinji went to college, when Tamaki's existence came to light. Rinzo offered his wife consolation as asked and divorced her. Ah, das war das Gespräch an dem Geburtstag von der Michiro, an dem er sich von seiner Frau getrennt hat. Und deshalb hat der Vater das mit Tamaki angesprochen, hä? Seiner anderen Tochter. Shinji, already grown, kept the name Usui. A wise choice. He knew how to make a living. Und der andere Nachname? Der andere Familienname? Some time passed after that, when Tamaki... who Rinzo adored as a daughter and a student turned 18. Rinzo made the biggest mistake of his life. Er macht... Was? Okay, der Sound hat gepasst, denn das hat... Mein Herz hat auch gerade hier... Boom! Einen Aussetzer gehabt. Bitte was? He adored his daughter Tamaki so... he had a child with her. Er hat seine Tochter Tamaki so geliebt, dass er mit ihr ein Kind hatte. Utsuro ist also... Es ist gleichzeitig sein Enkelkind und gleichzeitig seine Tochter. Ach du Schande. Tamaki and her mother left Rinzo. They refused even money. Deshalb... Deshalb, der Vater hat ja gesagt, dass er ist eines der ältesten Kinder. Das jüngste, die Familie, zu dem das Geld gehen sollte, die Familie von Tamaki, hat es abgelehnt wegen dieser Geschichte. Ja, sie wollten das Geld nicht haben. Eieiei, das macht. Wenn man all die Infos hat, es macht Sinn. Tamaki seemingly birthed and raised a child. But who knows the details? Rinzo was unable to hear of it. Near 20 years passed since that incident, and Rinzo died of illness. Nothing unusual. Age comes for all. Shinji was the eldest son of the Usui family, set to inherit his fortune. But thinking of it as a final atonement, Rinzo passed on leaving a will to give it all to Tamaki. The inheritance... So the boss was disputing with Tamaki over it.
That man's soul is now bound here, unlike the other souls. The world is forcing him to be here. Only the creator of this world knows why. But it seems some dead fellow has business with me. But very well. To face my sin eternally is an appropriate afterlife for me. That's all. Sorry for the long story. Visitors are rare. I can't see or hear you, but I know you're there. Be well, dead one and soul. Moment, der Tote und die Seele? Moment, das heißt, einer von uns beiden, von Michiro und Ryotaro, ist eine Seele? Und das andere ist eine tote Person? Heißt das, einer von uns kann wieder zurück ins Leben? Let's go. There's nothing more here. Meine Güte. Meine Güte. Shall we return to the usual place? Especially after Rinzo's story. I need to talk to you. What? There was a similar place beyond the mirror with Yusu's memories? I see. Then you should check there first. We can talk later. Danke, 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 dass ich das darf. Jawoll! Ah! Hui! Aren't you going with Yusu too? We can talk later. Handle that first. Ich werde mit euch. Das ist das beste Ende, was man kriegen kann. It was... If we're going in the room. Okay, komm mit. Put, put. Jawohl, ich bin richtig. Gut, gut, gut. Also der Rinzo hatte ein anderes Kind, die Tamaki. Ich versuche das gerade nochmal zusammenzufassen, weil das hat mich gerade schon ein bisschen hier wirklich geschockt. Und hatte dann mit seiner zweiten Tochter ebenfalls ein Kind. Und dieses Kind ist definitiv die Otsuru. Otsuru, Otsuru. Und deshalb meinte sie auch, sie dürfte nicht existieren. Weil sie ist ja das Kind ihres Großvaters. Das ist so verdreht. Jetzt bin ich gespannt, was die Tamaki uns erzählt. Die Tochter von dem Rinzo, die zweite Tochter. Erstmal speichern, erstmal abspeichern. Open the large door. Yes, wunderbar. Was erzählt sie uns? Das ist also Tamaki. Someone's there. Once there was a painter. He was known as the mad genius Rinzo Uzui. Huh? You know my grandpa? Wait, Michiro. It looks like maybe she isn't aware of us? Rinzo had a wife, but he also had a relationship with a servant. With his wife, he has a child, Shinji. With the servant, he had a child, Tamaki. Rinzo's two children, born of different mothers. Huh? Tamaki was the illegitimate child of an affair, but because Shinji showed no interest in art, Rinzo's affection was often directed at Tamaki, who did have an interest in the arts. Tamaki learned art from Rinzo and given deep love grew in the shadow of the Usui family. But these irregular days couldn't last. When Tamaki turned 12, Rinzo's wife learned of her existence. Rinzo divorced his wife, but gave Tamaki and her mother the same love as ever. Thus far, no tragedy had occurred. Noch keine Tragödie, noch nicht. But when Tamaki turned 18, Rinzo made an unforgivable mistake. He had a liaison with Tamaki, his own daughter, and impregnated her. Tamaki was deeply wounded and feared Rinzo, and with her mother she fled from him. But the child she bore had done no wrong, so she decided to birth the child of her father. So Tamaki had a daughter. A daughter between parent and child. Tamaki thought she couldn't live a normal, happy life
but luckily, 2 years later, she had a proper marriage. Safely having a son with her husband, Tamaki began to get back on her feet. Ach, das heißt, Utsuru war also das ältere Kind, sie war die ältere Schwester von Ayato. However, she never fully did. The mental wounds Tamaki had suffered went even deeper than she imagined. When her now-crowned daughter with Rinzo began doing art at school, Tamaki's old wounds ached. Also, verstehe, deshalb mochte sie es nicht, dass ihre Kinder zeichnen, weil es sie an ihren Vater, den Künstler, erinnert. It gave her flashbacks of Rinzo, of that fear she had of him. Tamaki struggled to give her daughter affection. It took all she had not to take out negative emotions in her. Tamaki's mind quickly crumbled under the weight. Was? And one day, Tamaki killed her daughter. Es war also doch kein Selbstmord? Tamaki fell to pieces. She came to feel animosity not only toward Rinzo, but also Yusui's. Jetzt sag nicht, sie war die Person im Auto und sie wollte wirklich Michiro anfahren. Und hat dabei ihren eigenen Sohn getötet? Und danach sich. Wetten? Unable to see any hope ahead, she fell upon the despair behind. Rinzo died of natural causes a few years later. And while she had the right to do to his inheritance, she refused to take it. She wouldn't even let it go to the eldest son, Shinji. Then at last, Tamaki, who had kept living despite having broken long ago, met her end. When she learned the son she had with her husband was becoming friends with Shinji's daughter. Genau, Ayato hat sich ja mit Michiro angefreundet. You mean? Tamaki tried to take out Shinji's daughter, the Yusui who dared come near her pure son. But when she drove madly down the road to kill her, she ran over her own son by mistake. Tamaki realized that this was the end. So she took her own life to escape the despair. No way, that's so messed up. Sehr schön zusammengefasst, Yuzo. Das ist einfach nur verdammt nochmal abgedreht. That woman's soul is now bound here. Unlike the other souls, the world is forcing her to be here. Tamaki's soul is now bound in death, so that she can't escape, but must face the facts. This is surely my punishment. I've gone on for a while. I can't see or hear you, but I know you're there. I don't know who you are, but go now. Wenn sie wüsste, wer da vor ihr steht. Let's go, Michiro. We shouldn't stay here any longer. Und deshalb war die Yuzu hier. Deshalb durften wir ihre Erinnerung sehen, weil sie mit unserer anderen Familie in Verbindung steht. Should we return to the usual place? With Tamaki's story, I've realized something. Huh? Ryotaro got his memories back too? Wow, it feels like everything's approaching a singular end, so I think. Auch wieder schön zusammengefasst. Eieieiei. Also, ich fasse das jetzt kurz nochmal zusammen und dann der nächste Part, das große Finale. Also, was hat uns jetzt die Geschichte offenbart? Der Rinzo, der große, der berühmte Maler, hatte also eine Familie, hatte ein Kind, den Shinji. Sein Sohn und dessen Frau teilten aber nicht seine Liebe für die Kunst. Deshalb hatte er mit einer seiner Untergebenen ein geheimes Kind, die Tamaki, die wir gesehen haben. Sie teilten die Liebe für die Kunst und deshalb hat er ihnen mehr und mehr Liebe zukommen lassen. Auch sein Erbe sollte zu ihnen gehen. Aber weil er seine Tochter zu sehr verehrte und mit ihr dann ein Kind zeugte,
war sie natürlich verletzt und wollte nichts mit Marinsu zu tun haben. Und deshalb, die Tamaki, ist das die... Das ist die Frage. Ist die Tamaki die... Nee. Die Schwester... Nee, genau, jetzt, ich war gerade durcheinander. Die Schwester vom Ryutaro ist die Mutter von der Mishiro. Weil ihr Vater, der Shinji, der wohl auch in dem Gebäude Feuer gestorben ist, war ja sein Brother-in-Law, sein Stiefbruder, war sein Stiefbruder. Deshalb ist dort gestorben und sein Wunsch war es, er wollte Mishiro treffen. Gut. Der Rinzo ist gestorben aus natürlichen Gründen. Die Tamaki hat die Utsuro war der Name, dann halt aufgezogen, hat sie geboren und hatte dann später mit ihrem Ehemann ein eheliches Kind, den Ayato. Weil die Utsuro aber auch angefangen hat zu malen, das hat sie an Rinzo erinnert, hat sie die Kontrolle verloren, dann hat ihre Tochter getötet und sie wahrscheinlich danach in den See geworfen, wo sie gefunden wurde und wo wir dachten, sie hat sich selber umgebracht. Die Yuzo wollte sie, weil sie sich an sie verliebt hatte, wollte ihr helfen, hat da halt recherchiert und hat sich selber in den See geworfen, um sie wiederzutreffen, um sie zu sehen. Was war das gerade? Ein Kind draußen. Lebst du noch? Und wollte sie wiedersehen. Das war ihr größter Wunsch. Die Tamaki hat dann gesehen, dass ihr Sohn sich mit der Mishiro angefreundet hat. Das macht die beiden zu Cousins, oder? Cousins zweiten Grades, was weiß ich. Sie sind auch irgendwie teilsweise verwandt. Und weil sie die Usuis angefangen hat zu hassen, wollte sie wirklich Mishiro umbringen. Und dabei hat sie ihren eigenen Sohn umgebracht und hat sich daraufhin selber das Leben genommen. Was für eine abgedrehte Geschichte. Und ja, was den beiden jetzt eingefallen ist und wer da hinter der Tür wartet, ob da jemand wartet, ob wir vielleicht unseren Wunsch erfüllen oder nicht erfüllen, das war ja das Ziel des Spiels. Wir wollen unseren Wunsch erfüllen, nie existiert zu haben. Habe ich da noch eine Wahl? Bin ich schon komplett tot? Also ich rede jetzt im Sinne von der Mishiro, oder habe ich die Möglichkeit zurückzukehren? Das alles, meine Damen und Herren, in der nächsten und finalen großen Ausgabe von Black Dream. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. In der lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin, Ihr 93 Jovo, I love Danny Tenu. Tschüss and goodbye.